Wiener Neustadt. Hier lebt Übergrößenmodel Rebecca Jahn. Die 35-Jährige möchte es allen zeigen. Die Zeiten, als sich die 158-Kilo-Frau vor der Welt versteckt hat, sind lange vorbei. Heute strotzt sie vor Selbstbewusstsein und möchte allen übergewichtigen Frauen helfen. Sie findet es falsch, dass sich die meisten Dicken für ihr Gewicht schämen. Ich war auch schon verheiratet und war immer eine kleine graue Maus. Und mit diesen Fotoshootings habe ich eine Eigentherapie angefangen für mich, indem ich bei jedem Fotoshooting irgendwas Schönes wieder an mir entdeckt habe und somit auch gelernt habe, mich zu akzeptieren, wie ich bin und nicht immer ständig diesem Diätwahn nachzurennen. Die übergewichtige Business Lady ist dick im Geschäft. Neben der Modelei betreibt sie ein gut gehendes Kosmetikstudio in Wiener Neustadt. Stillstand ist für Becky ein Fremdwort. Ich habe eigentlich meine zwei Hobbys zum Beruf gemacht. Also ich liebe einfach den Kundenkontakt, mit Kunden meine Späße machen, wenn ich ihnen doch die Haare entferne und das ein oder andere doch mal wehtut. Bei Männern macht das besonders Spaß. Ein Scherz. Becky führt ein Leben auf der Überholspur. Wenn sie nicht gerade in ihrem Studio beschäftigt ist, steht sie irgendwo auf der Welt vor der Kamera. Mein Studio habe ich eben für mein täglich Brot und ich sage jetzt mal meine Altersvorsorge. Und das Modeln kann man ja auch nicht immer machen. Irgendwann ist man dafür auch zu alt. Und da habe ich dann einfach meinen regelmäßigen Geldeingang und das Modeln, das ist halt ein Goodie obendrauf. Viel Freizeit bleibt der geschäftigen Deutschen nicht. Umso wichtiger sind hier richtige Freunde, die akzeptieren, dass Becky nur selten Zeit für sie hat. Patricia, Beckys beste Freundin, nutzt jede Gelegenheit, das Model in Wien zu besuchen. Die Becky ist ein unheimlich humorvoller Typ, lebenslustig, aber auch sehr, sehr ehrlich. Und was ich unheimlich an ihr schätze, ist, sie ist ein Kämpfertyp. Zwischen Wien und Bochum liegen fast 1000 Kilometer. Doch diese Entfernung ist für die beiden Frauen kein Problem. Egal was passiert, auf ihre regelmäßigen Treffen können und wollen beide nicht verzichten. Denn wenn die dicken Freundinnen zusammen sind, bleibt kein Auge trocken. Es ist eine richtig tolle Freundschaft. Wir haben auch unsere Auseinandersetzungen, wo ich sie am liebsten an die Wand klatschen würde. Aber das hat sie mit mir auch. Ich sag mal, das macht eine Freundschaft aus. Ja? Also wir giften uns dann mal am Telefon kurz an und dann ist auch wieder gut. Patty ist mir schon sehr wichtig. Ja. In der Öffentlichkeit erregen die vollschlanken und lauten Freundinnen oftmals die Aufmerksamkeit der Passanten und ernten auch den ein oder anderen abschätzigen Blick. Doch das stört sie wenig. Im Gegenteil, sie nutzen jede Gelegenheit, sich einen Spaß daraus zu machen. Sie packt Probleme direkt an, steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern versucht sofort Lösungen zu finden. Und sie ist einfach ein herzensguter Mensch. Und weil Becky es leid ist, dass die meisten dicken Frauen nicht zu ihrem Körper stehen und wie Mauerblümchen leben, hat sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Hallo Mausel! Hallo! Grüß dich! Servus! Wie geht's dir? Ja, ich hab da so eine Aktion gestartet. Mhm. Von meinen ganzen... machst du wieder Social Media. Und wie viele neue Fans hast du jetzt bekommen? Na, es waren jetzt schon einige. Also ich bin jetzt so bei 3000 und ein paar zerquetschte. Auf der Künstlerseite sind es erst irgendwie 1200. Ja, das ist aber ordentlich. Es werden eigentlich immer mehr. Mhm. Und ich habe da halt mal einfach eine Anfrage rausgeschickt, wer mal Lust hat, mit mir eben einen Tag zu verbringen. Aha. Und dann hat die Katja sich hier gemeldet. Also Katja finde ich schon ganz toll. Mhm, zeig mal. Sie hat mir eine ganz tolle E-Mail geschrieben. Ich mache so viel Menschenmut, wunderschöne Fotos, deine Reportage und den Rest. Und bist so selbstbewusst, sie hat null Selbstbewusstsein. Okay. Und manche ein bisschen pushen, so weißt. Ja, ich glaube, da bist du genau die richtige Person für, so oder? So mache ich ja gerne, ne? Also ich finde es auch eine super Idee. Und warum sie hat wirklich geschrieben, oh Mann, das wäre ein Traum. Ja. Also ich meine, Becky macht doch Träume wahr, oder? Ich bekomme immer ganz, ganz viele tolle Mails von Frauen, die dann sagen, hey, du sprichst mir aus der Seele und danke, dass du uns Mut machst. Und das ist auch irgendwie toll, ja. Also ich meine, das kann mir kein Mensch dieser Welt geben in Geld oder Sonstiges. Das ist einfach unbezahlbar, wenn man solche Feedback auch bekommt. Und Becky weiß, wovon sie spricht. Sie hat am eigenen Leib erfahren müssen, wie das Übergewicht zum Problem wurde. Als Kind selber war ich nicht dick, da war ich eigentlich normalgewichtig. Es fing dann so in der Pubertät auch mit an. Natürlich in der Schule wurde man gehänselt und gemobbt. Ich habe mich oft einfach nur zurückgehalten, immer so an hinterster Stelle, ja nicht nach vorne, ja nicht auffallen, auch im Unterricht ja nicht melden oder so, sonst könnte ich wieder auffallen und es könnte wieder ein böser Spruch kommen.
Es hat bei Becky gedauert, bis sie sich so akzeptieren konnte, wie sie ist. Auch sie war ständig den Hänseleien der anderen ausgesetzt. Teilweise wird man von den eigenen Familienmitgliedern wirklich, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst runtergemacht, indem manche Sätze gefallen sind, die einfach nur wehtun. Und ich habe dann mich eigentlich ins Frustessen gestürzt. Also immer wenn ich mir den Bauch vollgeschlagen habe und ich hatte Schmerzen, körperliche Schmerzen, weil ich natürlich jetzt total überfüttert war, dann ging es meiner Seele gut. Doch diese Zeit ist nun vorbei. Seit über 10 Jahren geht die 35-Jährige selbstbewusst durchs Leben und möchte dies auch anderen Dicken beibringen. Lange nicht gesehen, ne? Schön, wieder da zu sein. Hast genug Haare? Oh ja. Komm dann mal richtig nackig. Wen hast du denn da mitgebracht? Die Chrissy und die Anna. Hallo, grüßt euch. Hallo. Freundinnen, die wollen das sehen. Die wollen das sehen? Die wollen sich informieren. Okay, ja. Über das Sugaring? Ja. Okay, gut, dann darfst du schon mal reingehen, okay. Dich schon mal ne, frei machen. Ja. Ja. Was habt ihr denn für Fragen? Ich hab gehört, du musst. Ja, hat Alina schon erzählt, ja. Ja, voll. Alina, du Plappermaul. Voll cool. Ja. Ja, darf ich vielleicht ein Autogramm haben? Ja, kannst du ein Autogramm haben. Becky ist gerade in Wiener Neustadt sehr bekannt und viele bewundern sie für ihre Stärke. Sie genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. Früher hatte sie damit eher Probleme. In meiner Schulzeit habe ich mich immer ganz weit nach hinten gesetzt, ja nicht gemeldet, immer schön geduckt und jemand, der eben auch so schwächelt, den kann man schneller angreifen, den kann man schneller runtermachen. Jemand wie mich, wie ich jetzt bin, das kriegst du nicht hin. Also wenn der mir einen Dummspruch gibt, ne, dann kriegt er einen Dummspruch zurück. Eine dieser Frauen, die sich vor den Blicken und Vorurteilen der Gesellschaft fürchten, ist eine junge Mutter aus der Nähe von Leipzig. Ich bin Katja, 23, komme aus Naumburg, das liegt in Sachsen-Anhalt. Katja ist oft unglücklich. Sie beneidet Frauen wie Becky um ihr abwechslungsreiches Leben. Der Alltag ist eigentlich doch irgendwo ein bisschen trist und gibt bestimmt noch irgendwas, was es halt noch ein bisschen mehr aufpeppt und bestimmt noch schöner macht. Katjas Probleme begannen ähnlich wie bei Becky in der Schulzeit. Doch anders als das Plus-Size-Model aus Wiener Neustadt fehlte Katja bisher der innere Antrieb, etwas zu ändern. In der Schulzeit war es eigentlich so, durch das viele Mobbing hatte ich eigentlich nicht so richtig Lust auf die Schule, wollte auch nicht so wirklich, ja, bin dann auch mal zeitweise abgerutscht. Doch jetzt soll alles anders werden. Die 23-Jährige verfolgt schon länger Beckys Karriere und für Katja ist das XXL-Model ein absolutes Vorbild. Mir fehlt einfach das Selbstbewusstsein, was Becky hat. Und ja, das wünsche ich mir gerne von mir, dass ich das auch kriege. Es wäre ein Traum, vielleicht dann auch selbstbewusster ins Leben wieder zu starten. In den sozialen Internetnetzwerken spricht Becky verzweifelten Frauen regelmäßig Mut zu. Katja erhält nun die Chance, von ihrem Vorbild zu lernen. Ich bin noch nie geflogen, also es wird das erste Mal sein. Also ich freue mich total drauf, aber es ist halt ein sehr großer Schritt von unserer kleinen Stadt in dann gleich so eine große Stadt und dann auch noch nach Österreich, das ist Wahnsinn. Katja ist für Becky ein Paradebeispiel dafür, wie falsch sich leider die meisten übergewichtigen Frauen verhalten. Deshalb möchte sie ihr helfen. Was hast du dir so gedacht? Was hast du so für den Erlebnistag mit deinen Fan geplant? Er hätte sonst Powerplay gedacht oder so. Ja. Weil das geht ganz schön in die Knochen. Ganz genau. Ich habe ja auch ein Fotoshooting für Miss Molly, dass ich sie da einfach mal mitnehme und das finde ich ist eine vielleicht gute auch selber Fotos machen lasse von ihr. Wenn sie sich traut, genau. Wenn du wieder überzeugen kannst, warum nicht? Ja. Und wir haben doch immer in dem einen Lokal, haben wir doch mal Karaoke. Finde ich schon lustig, so einfach so auf die Bühne. Dann machen wir richtig und mal so eine Mutprobe, ey, ob sie sich traut, vor Leuten Idee. Sich dann auch hinzustellen. Wenige Tage später hat Katja allen Mut zusammengenommen und ist nach Wiener Neustadt gereist. Ich war total überrascht, dass Becky mich auserwählt hat und dass ich jetzt die paar Tage in Wien mit ihr verbringen kann und gucken kann, was sie so macht. Als Katja endlich bei Beckys Salon ankommt, verlässt sie fast der Mut. Schüchtern betritt sie das Studio. Hallo. Hallo. Grüß dich, Katja. Na, herzlich willkommen in Wiener Neustadt, ne? Danke. Hast du eine gute Anreise gehabt? Es ging. Es ging? Ja. Nicht so gut? Doch, schon.
Okay. Aber alles neu und so. Ich glaube, bei unserem ersten Treffen habe ich sie ein bisschen überrumpelt mit meiner offenen, fröhlichen Art. Sie stand da nur und konnte nicht wirklich viel sagen. Also, wenn ich mir jetzt so dich anschaue, nicht böse sein, ne? Okay. Ich bin jetzt neugierig, würde mir gerne mal deinen Kofferinhalt anschauen. Okay. Zeigst du mir den mal? Na klar. Mein Ziel für Katja ist, sie aus dem Schneckenhaus rauszuholen und aus der grauen Maus einen schönen Schwan zu machen, die sich was traut. Hey, da sehe ich ja schon mal was Gelbes, ne? Ja, hol mal raus. Also ich will jetzt nicht in deinem Koffer rum. Was hast du denn so an Anziehsachen? Ja, ich glaube, das ist das einzigste Farbige, was ich in meinem Schrank habe. Hast du sonst nur irgendwie schwarz, blaue Jeans? Ja. Schwarz? Ja. Na, ein bisschen Türkis haben wir dabei. Oder haben wir auch was Rotes, aber alles nur T-Shirts und Jeans, ne? Ja. Hast du so gar nichts Schickes? Nee, bin ich in meinem Schrank nicht. Warum nicht? Ich traue mich nicht so wirklich, das anzuziehen. So eine Frau wie sie, die ist doch noch jung, die kann auch noch Farbe in ihr Leben bringen, ja? Und ja, sie soll sich einfach mehr trauen. Ich würde sagen, in deinem Koffer finden wir nichts Tolles. Tut mir leid. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich meine, das erinnert mich schon an die Becky vor 10 Jahren. Okay. Hauptsache dunkel, schwarz, ne? Mach schlank, ja, und so. Ja. Haben wir aber gar nicht notwendig, weil wir haben trotzdem auch gewisse Rundungen, die man betonen kann. Und ja, schauen wir mal, was wir aus dir heute noch rausholen, ne? Okay. Machen wir mal so eine Beauty-Behandlung hier mit dir. Okay. So ein Umstyling, oder? Das wäre schon cool, ja, wenn du dich traust. Ich sag mal, realistisch, ich bin auch dick, ja? Und sie ist ja jetzt auch nun mal nicht schlank. Und ich meine, untereinander, sie kann mir genauso gut irgendwelche Sprüche reindrücken, ja? Von wegen, na komm, du hast jetzt aber schon einen dicken Arsch oder so. Ja, den hab ich, ist realistisch. Und ich bin einfach jemand, der eine gerade Linie fährt und der einfach sagt, okay, so und so sieht's aus, das und das können wir draus machen. Und entweder nimmt das mir übel oder er packt's an.